Papa? Da ist sie ja, mein kleines Bläumchen ist da. Jetzt hätte ich beinahe vergessen, euch die Neuigkeit zu verraten. Anna und Thomas werden bei uns wohnen. Was? Zwei Paare zusammen, das funktioniert niemals. Unsere Tochter ist obdachlos. Sie sind nett, aber die Nutella ist voller Brotkrümel. Auf dem Boden liegen überall Klamotten rum, damit bin ich durch. Kinder sind wie Scherben. Es ist warm, gibt zu essen und zu trinken, die hauen nie ab. Du musst ihnen das Leben vermiesen. Das ist ja widerlich. Das ist dein Kaffee von gestern, das ist in Ordnung. Sonst hättest du die Tasse doch in den Spüler gestellt. Du wächst sie viel zu früh. Maman, verdammt, was treibst du denn da? 10 Kilometer bei 10%, ich bin völlig am Ende. Oh! Ich bin unter der Dusche. Wollen Sie keine Riegel anbringen? Wozu denn? Das wird jetzt irgendwie peinlich. Außerdem sieh dir das an, dem Ärmsten ist kalt. Gut geschlafen? Super, und du? Nein, wir halten uns doch nicht die Ohren zu dabei. Sie hat mein Spiel sofort durchschaut. Lust auf einen Lebensfreude-Tee? Oh, nicht nötig, danke. Wie lieb von dir. Wie wär's, wenn du deinen Schwiegersohn verführst? Das geht jetzt aber zu weit. Ich verführe doch nicht meinen Schwiegersohn. Oh, Lala, du ahnst nicht, wie gut es tut. So ein Biest. Dieses Biest. Ich zeig dir, was ich mit dir mache. Lauter Verrückter.